Ja, heute wird mal wieder Kuchen gebacken und ich denke mal, das Rezept wird euch wirklich gefallen. Also ich konnte es am Anfang nicht glauben, als ich das Rezept gelesen habe und dachte mir, ich muss das ausprobieren und Leute, mega. Und zwar backen wir heute einen Kuchen ganz ohne Zucker, also ganz ohne Haushaltszucker. Und ja, da kann man dann auch mal 1, 2, 3, 4 Stückchen essen ohne schlechten Gewissen. Und ich sage euch, der Kuchen ist wirklich süß, obwohl kein Zucker drin ist. Also das ist ein ganz tolles Rezept, wo ihr einen schönen Blechkuchen macht. Ihr könnt lauter kleine Stückchen schneiden, könnt sie mit zum Baden nehmen, zum Picknicken nehmen, für eure Kinder ganz ohne Zucker. Ich liebe den Kuchen und ich zeige euch jetzt, wie ich den mache. Selbstverständlich könnt ihr dann hier auch noch Früchte mit reingeben, Mandarinen, Pfirsich, alles was aus der Dose oder Äpfel jetzt vom Garten oder irgendwas ihr halt da habt. Aber auf das verzichte ich jetzt komplett. Ich gebe jetzt oben mal nichts drauf. Ich gebe auch keinen Schokoguss drauf, könnt ihr auch drauf geben, ihr könnt auch einen Puderzucker dann drauf geben, so wie ihr das mögt. Aber ich mache den jetzt heute mal ganz nackig und zwar wird gesüßt eigentlich nur durch reife Bananen. Also da nimmt er wirklich Bananen, die wirklich schon ein bisschen braun sind, also umso älter die sind, umso süßer schmecken sie auch schon. Dann kommt hinein ein Apfel und eine Karotte und ich sage euch, das reicht komplett. Also normal kommt ja jede Menge Zucker rein und da kommt 0,0 Haushaltszucker rein. Ich würde sagen, wir legen los. Es kommen alle Zutaten schon mal in den Mixtopf rein, bis auf das Mehl und das Backpulver. Also sprich, wir fangen an mit einem Apfel. Habe ich jetzt einfach in so grobe Stücke geschnitten. Schale habe ich dran lassen, das sind Bio-Äpfel. Habe natürlich trotzdem gut gewaschen, entkernt. Eine Karotte habe ich geschält und habe sie auch in solche Stücke geschnitten. Die war jetzt ungefähr so groß, also nimmt da eine ganz normale mittelgroße Karotte, kommt in den Mixtopf hinein. Dann brauchen wir 4 Eier. Hinein damit. Wie gesagt, 2 richtig schöne reife Bananen. Auch so halbiert hinein. Ja, dann brauchen wir Öl. Dann nehme ich wieder mein Albaöl. Das hat nämlich einen super Buttergeschmack. 120 Gramm. Dann brauchen wir, wie viel habe ich da aufgeschrieben? 100 Gramm gemahlene Mandeln oder Nüsse oder ihr mischt euch das zusammen. Ich habe jetzt heute nur Mandeln, also 100 Gramm gemahlene Mandeln. Und dann ist hier eigentlich nur noch das Mehl und das Backpulver noch da. Jetzt sehe ich gerade, ich habe mein Mikro noch gar nicht an. Ich hoffe, ihr habt mich gut verstanden. Und jetzt wird das Ganze mal eine Minute auf der Stufe 6 richtig schön vermischt. Eine Minute, Stufe 6. So, das Ganze ist jetzt gut miteinander vermixt und zerkleinert, weil wir ja die Stufe 6 gewählt haben. Und jetzt kommt das Mehl und das Backpulver noch mit dazu. Ich gehe jetzt mit dem Spatel einfach, oh, riecht schon gut, einfach mal außen rum. Mehl benötigen wir 200 Gramm, entweder ganz normales Weizenmehl Typ 405 oder ihr nehmt ein Dinkelmehl Typ 630, könnt ihr 1:1 austauschen. Und noch ein Päckchen Backpulver, damit der Kuchen ja schön aufgeht. Ja, und das Ganze wird jetzt nochmal 20 Sekunden miteinander verrührt und dann ist der Teig auch schon fertig. 20 Sekunden machen wir das Ganze auf der Stufe 4. Der Teig ist fertig geknetet und ich backe den ja heute im
auf dem Blech sozusagen. Ihr könnt natürlich auch eine 26er runde Springform hernehmen. Geht genauso. Aber wie gesagt, ich mache das heute als Blechkuchen und ich habe mir gedacht, ich zeige euch heute mal, wie ich Kuchen auf dem Lochblech backe. Weil da bekomme ich auf Instagram gerade auch immer sehr, sehr viele Fragen zu meinem Lochblech, das ich ja in meinem Shop mit anbiete. Und ich liebe dieses Blech einfach. Also da mache ich ja alle meine Brote, meine Brötchen, meine Pommes, alles auf diesem Blech. Das ist antihaft beschichtet, da bleibt euch garantiert nichts kleben. Und das Tolle ist, das Blech passt in jeden Backofen, denn es ist, wenn ihr das nach Hause bekommt, müsst ihr euch das einmal einstellen, von der Breite her, wie ihr das braucht. Und dann ist es ja immer einsatzbereit und ich liebe es einfach. Also wirklich, ich liebe dieses Blech und ich zeige euch jetzt, wie man auch auf diesem Blech eben Kuchen backen kann. Ich sage euch, Pommes im Backofen auf dem Lochblech, ihr werdet es lieben. Ich habe erst ganz, ganz leckere Parmesan-Pommes gemacht auf dem Blech. Ich glaube, ich werde euch die auch noch verfilmen. Also mega, mega lecker. Ja, selbstverständlich hat ja dieses Blech jetzt Löcher. Und da haben viele immer Angst und sagen, da kann man doch nichts machen. Da läuft doch alles unten raus. Wenn ich jetzt irgendwas mache, wo ich meine, okay, es könnte jetzt durchlaufen, dann gebe ich einfach in meinen Backofen unten rein noch meinen ganz normalen Rost und lege einfach ein Backpapier drüber, falls wirklich mal was runterlaufen sollte, dass ich nicht die Sauerei im Backofen habe. Oder ihr macht es so wie ich es jetzt, wenn man Kuchen drauf backt, dass man eben direkt auf dieses Lochblech gebe ich zum Beispiel jetzt die Dauerbackfolie, die ich auch bei mir im Shop anbiete. Da habe ich mir jetzt ein kleines Stückchen seitlich abgeschnitten, dass sie eben ganz genau hineinpasst und die kann man immer und immer wieder nehmen. Also vom Reinigen her ist die auch perfekt, einfach feucht abwischen und wenn sie mal richtig dreckert ist, dann stellt sie euch einfach in die Spülmaschine so seitlich hinein, klappt wirklich wunderbar. So, die haben wir jetzt drauf gegeben. Habe ich jetzt da ein bisschen Platz jetzt. Dann braucht man natürlich was, dass uns der Teig nicht seitlich rausläuft. Da nehme ich jetzt einfach einen Backrahmen her, den biete ich auch bei mir im Shop mit an und der passt eben da perfekt, würde ich sagen. Den geben wir jetzt einfach drauf und stellen nun einfach so ein, so groß wir unseren Kuchen haben wollen. Also ich nutze jetzt da auch wirklich so gut wie das ganze Blech aus und dann kommt auch schon der Teig rein. So, ein bisschen Mehlreste sind jetzt noch am Rand. Die rühre ich wieder mit dem Spatel ein bisschen unter, weil es ist wichtig, dass ihr wirklich beim Mehl nicht zu lange rührt, sonst wird euch der Kuchen einfach nicht fluffig. Also da reichen wirklich 20 Sekunden aus, wenn das Mehl untergerührt wird. Und jetzt geben wir auch schon direkt den Teig auf das Blech in den Backrahmen hinein. Backofen heizt sich schon vor auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Ja, der riecht jetzt schon richtig süß, obwohl gar kein Zucker drin ist. Das ist wirklich die Banane, der Apfel. Also wirklich ein so tolles Rezept. Das hat mir auch das Rezept eine Followerin geschickt auf Instagram und meinte, Manu, das wäre doch was, das könnte doch deinen Mädels und Bubens gefallen. Und ich glaube, das gefällt euch. Also genial. So, auskratzen. Dann verteilen wir das wieder mit dem Spatel. Wobei ich immer sage, der Teig, der sucht sich schon seinen Weg. Aber einfach ein bisschen verteilen. Ja, und dann könnt ihr wunderbar, wie gesagt, mit dem Lochblech Kuchen backen. Ihr braucht nur eine Folie drunter und einen Backrahmen. So, das lassen wir jetzt so. Und dann kommt das Ganze so circa eine halbe Stunde, circa 30 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze in den Ofen. Und ich werde dann so nach 25 Minuten ungefähr, werde ich wieder ein Schaschlikstäbchen nehmen, reinpieksen und mache die Stäbchenprobe. Und wenn nichts mehr dran kleben bleibt, dann ist der Kuchen auch schön durchgebacken. Und das mache ich jetzt. Und wenn er dann fertig ist und ausgekühlt ist, dann zeige ich ihn euch und dann werde ich ihn mit euch probieren. Und ich bin mir sicher, dass ihr da draußen
diesen Kuchen auch mal nachmacht. Aber jetzt heißt es, wie immer, schieb, schieb, in den Ofen rein. So, der Kuchen ist fertig und auch schon abgekühlt. Und wie ihr sehen könnt, oder vielleicht fällt es euch heute auf, ich filme heute wieder selber, also freistehend. Marco steht nicht da mit der Kamera. Und ja, als ich den Kuchen jetzt rausgeholt habe zum Abkühlen, kam Marco rauf und meinte, Mama, wie sieht denn der Kuchen aus? Und sage ich, ja, irgendwas stimmt da nicht. Und ja, das letzte Mal hat der Marco eben den Kuchen gebacken und nicht ich. Und das sah wirklich anders aus. Und zwar habe ich den Backrahmen viel zu groß eingestellt. Es steht extra mit dabei, dass man den Backrahmen auf circa 25 bis 30 einstellt. Jetzt ist er halt ziemlich flach, aber das macht jetzt nichts. Ich schreibe es euch aber selbstverständlich zum Rezept mit dazu, das dann einfach ein bisschen kleiner stellt. Und ja, jetzt löst man mal. Und wie gesagt, rausgelaufen ist wirklich überhaupt nichts, weil da viele von euch wirklich Respekt haben und sagen, oh Gott, mit Backrahmen, da läuft mir doch alles raus. Es ist wirklich, schaut da mal her, überhaupt nichts rausgelaufen. Jetzt holen wir den mal samt dem Papier raus und ihr seht schon, er ist wirklich viel zu flach. Das ärgert mich jetzt wie die Sau, aber ich lasse jetzt das Video trotzdem und lade euch das trotzdem hoch, denn geschmacklich, das ist ja das Wichtigste. An der Optik können wir ja noch ein bisschen rumfeilen. Ich schneide jetzt trotzdem mal ein Stückle, dass ihr das mal sehen könnt, wie der innen aussieht. Und dann probieren wir zusammen, ich sage euch, fluffiger. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. Fluffiger geht nicht. Und jetzt probieren wir natürlich. Bananenbrot. Für mich ist es wie ein Bananenkuchen. Und es macht überhaupt nichts, dass hier kein Haushaltszucker drin ist. Vielleicht werde ich heute sogar ein bisschen Schokoguss drauf machen, weil er einfach jetzt so flach ist und nicht so schön ist. Und werde ihn ein bisschen mit Schoko, sag's, Schokoglasur noch ein bisschen aufpeppen, dass er optisch ein bisschen schöner ausschaut. Aber schmecken tut er. Macht ihn auf jeden Fall nach. Stellt euch den Backrahmen kleiner. Ich schreibe es euch genau unter das Video wieder in die Infobox. Und dann macht es nach. Ideal jetzt, wie gesagt, zum Baden oder einfach so zum Naschen. Ja, in diesem Sinne, ich bin jetzt ein bisschen verärgert. Aber ist halt so. Ich wünsche euch trotzdem einen wunderschönen Tag noch. Macht ihn trotzdem nach. Und bleibt mir gesund, das ist das Allerwichtigste. Und ich verabschiede mich jetzt und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir einen Kommentar. Und wer mich noch nicht abonniert hat, der darf mich auch gerne kostenlos abonnieren. Freut mich ganz besonders. Ja, in diesem Sinne, jetzt hören wir auf zu labern. Macht es gut, bis ganz, ganz bald. Eure Ruckzuck Manu.